Zwei gefährliche Kriegsrelikte sind in Niederösterreich entdeckt worden. In Wiener Neustadt ist bei Grabungsarbeiten eine 50 Kilo schwere Fliegerbombe entdeckt worden und auch abtransportiert worden. Die Bewohner einer Siedlung mussten aber evakuiert werden. Und in Niederleis im Bezirk Mistelbach sind zwei Bauern mit dem Traktor über eine Fliegerabwehrgranate gefahren. Glücklicherweise ist sie nicht explodiert. Diese Fliegerabwehrgranate haben Franz Teufel und sein Sohn beim Kartoffelanbau auf ihrem Feld in Niederleis gefunden. Ja, wir haben Kartoffel gelegt und hinter der Maschine ist noch das Eisen-Vierer gekommen. Ist am Daumen geworden gegen. Noch ein Erbfeiling. Da haben wir nachher nachgeschaut. Ich glaube, das ist nur so ein Zaunkranz. Nicht? Und hab das genommen, ob es in die Höhe gekommen und dann habe ich es gesehen, dass das eine Bombe ist, hab's gleich wieder niedergelegt. Nicht? Und hab's liegen lassen. Nicht? Wie sich später herausstellt, ist es eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg. Sie ist etwa 30 cm lang und hat einen Durchmesser von 10 cm. Ja, ich hab's schon 10, 15 Jahre immer umpflügt, das Feld. Nicht? Und ist nie was rausgekommen. Also das muss sicher ein Stück tiefer gelegen sein, dass wir es im Herbst erst erwischt haben beim Umflügen. Nicht? Und das ist jetzt erst rausgekommen. Die zwei Landwirte hatten noch Glück, als sie mit ihrem Traktor teilweise über die Granate gefahren sind. Es war schon gefährlich. Nach unseren Informationen war die Granate noch scharf. Und ich kann da nur an die Bevölkerung appellieren, bei derartigen Funden sofort die Polizei zu verständigen. Diese ruft dann nämlich den Entminungsdienst, der auch in diesem Fall die Fliegerabwehrgranate abtransportiert hat. Rund 1000 Mal pro Jahr ist der Entminungsdienst des Bundeskriminalamts österreichweit im Einsatz, um Kriegsrelikte zu entschärfen. 400 Mal davon alleine in Niederösterreich.